Ja, hallo zu einem neuen Let's Play. Ihr seht schon, The Longest Journey. Ist schon etwas älter, allerdings finde ich es richtig klasse. Also ich habe es schon vor einigen Jahren gespielt, ist jetzt schon ein bisschen her, das heißt, ich weiß auch fast gar nichts mehr. Die Story so einigermaßen, aber sonst irgendwie... Also ich werde sicherlich noch an ein paar Stellen hängen bleiben. Also, ja, erwartet nicht zu viel von mir. Ja, The Longest Journey, vielleicht kennst du ein oder andere sogar. Es ist ein Adventure aus dem Jahr 2000, glaube ich, müsste das sein. Hier unten, ich hoffe, die Musik ist jetzt nicht zu laut. Man kann hier auch mal ein bisschen bei den Einstellungen gucken. Wo war denn das hier? Genau, ich habe hier die Musik schon ein bisschen leiser gestellt. Ich kann es eigentlich noch ein bisschen... Ja, so müsste immer noch passen. Und die Stimmen... Hallo? Test 1, 1, oh, wie süß. 2... 22. Hallo? Test ja. 1, 1, 2. Hätte ich jetzt gesagt, lassen 22. wir mal so. Ja, ist gut, April. Ist gut. Genau, hier habe ich alles mal hochauflösend und Schatten und Spezialeffekte. So. Das ist übrigens jetzt schon meine dritte Testaufnahme. Also eigentlich ist es jetzt die richtige Aufnahme, aber wenn das jetzt wieder nicht funktioniert, dann flippe ich irgendwann aus. Weil teilweise haben sich dann, also ich habe nehme normalerweise mit Dextery auf. Und dann haben sich die ganzen Zwischensequenzen nicht aufnehmen lassen. Dann hatte ich die alle aus dem aus dem Programmordner gezogen und musste das alles konvertieren und ganz, 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 ganz kompliziert. Und dann hat mir der gute Diner, den kennt ihr ja schon von den Minecraft-Let's Plays, hat mir dabei geholfen. Und jetzt nehme ich mit dem Open Broadcaster, glaube ich, ist das nämlich auf. Und da sollte das jetzt eigentlich funktionieren. Ja, jetzt habe ich natürlich das erste... Ja, ich glaube, das ist der Prolog, nicht das erste Kapitel. Habe ich schon durchgespielt, deswegen kenne ich mich da jetzt schon so ein bisschen aus. Und ja, bevor ich jetzt noch mehr rumquatsch, beginnen wir einfach mal die Reise. Bei Omi im Wohnzimmer. Ihr seid also gekommen, um eine Geschichte von mir zu hören. Ja, Omi. Wir möchten gern eine Ihrer Geschichten hören. Sie haben so viel gesehen, schon so lange gelebt. Danke, dass du mich an mein Alter erinnerst, Kind. Aber keine Sorge, ich bin eine alte Frau, aber ich hatte ein langes und erfülltes Leben. Und ich habe Geschichten zu erzählen. Welche Geschichte wollt ihr hören? Eine wahre Geschichte. Alle meine Geschichten sind wahr, Kind. Es gibt schon genug Märchen in der Welt. Es gibt keinen Grund, noch weitere zu erfinden. Dann erzählen Sie uns die Geschichte des Gleichgewichts. Du willst die Geschichte des Gleichgewichts hören? Ach, die ist so lang für einen Abend. Aber ich erzähle euch eine Geschichte, die ich vor langer Zeit gehört habe. Eine Geschichte, die zu einem wichtigen Wendepunkt im Gleichgewicht wurde und die etwas in Gang gesetzt hat, das bis heute fortwirkt. Oh ja, bitte. Das hört sich genau nach der Art Geschichte an, die wir hören möchten. Na gut. Die Geschichte beginnt, wo sie endet. Wie alle guten Erzählungen. In einem Turm. In einem Reich, das es nicht mehr gibt. Und das war das Intro. Und jetzt kommt... Ja, noch ein Intro. Funcom präsentiert. Ja. The Longest Journey. Tada! Und wir haben schon gehört von der alten Omi da gerade. Es geht um das Gleichgewicht und es geht um zwei Welten. So viel kann ich schon mal sagen. Und es geht eben um Ja, genau, das Gleichgewicht zwischen diesen Welten, dass das nicht kaputt geht, damit die beiden Welten im Einklang stehen. Denn das eine ist die Welt Stark, das ist, ich glaube, die wissenschaftliche Welt oder mechanische Welt, irgend sowas in der Art. Das andere ist Arcadia oder Arcadien, ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher. Und das ist eben die Welt von Magie, von Zauber. Und diese Welten laufen parallel zueinander und müssen eben immer im Gleichgewicht bleiben.
Und jetzt sehen wir hier auch schon den Raum, der dafür verantwortlich ist. Oder der Platz, der Ort. Wo hier auch so ein wunderhübscher Typ im blauen Lichtstrahl schwebt. Ja. Ach, mit wunderschönen blauen Augen. Und hier haben wir auch die zwei Zeichen von den Welten. Primäre Geschlechtsmerkmale. Und er wacht auf. Das kann nichts Gutes bedeuten. Und verrät auch die Musik. Man sieht schon, da hinten fängt das Flackern an. Und die Drachen, die sich gegenseitig in den Schwanz beißen. Ja, sie drehen sich noch. Jedoch, jetzt bricht das Siegel. Und ja, das Gleichgewicht verschiebt sich. Sieht so ein bisschen aus wie ein Auge, oder? Fällt mir gerade so auf. Ja. So viel zum Anfang. Und jetzt kommen wir in die Geschichte. Das ist übrigens April Ryan, unsere Protagonistin, die wir auch spielen werden. Und sie träumt. So, hallo April. Oh nein, sag bloß nicht, dass ich schon wieder träume. Es wäre so schön, nur ein einziges Mal durchzuschlafen, ohne nachts um 4 schreiend aus einem Albtraum zu erwachen. Ja, und ich glaube damit, genau, hallo, sind wir angekommen im Spiel. Und wir können uns jetzt auch bewegen. Nein, aber bevor ich dahinter gehe, möchte ich mir hier erstmal die Landschaft anschauen. Ein Bilderbuchpanorama. Ja, ist wunderschön. Vor allem diese Zacken hier oben auf den Bergen drauf und da würde ich auch leben wollen. So schön sieht's im echten Leben nie aus. Ja. So schön sieht's im echten Leben nie aus. Kann ich wieder weiter vorgehen? Mist. Weil hier hinten habe ich gesehen, hier Sturmwolke. Genau. Da zieht ein Sturm auf. Sogar das Wetter ist im Traum miserabel. Ich bin begeistert. Okay. Dann haben wir hier drüben schon gesehen, hier liegt eine Art Nest. Da gehen wir doch mal hin und gucken uns das ein bisschen genauer an. Was ist los? Oh. Nein, liebes Ei, bleib da. Oh, perfekt. Schätze, wenn ich das Ei nicht rette, werde ich 8 Jahre lang vom Pech verfolgt oder so. Oh oh. Okay, das heißt, wir müssen versuchen, das irgendwie zu retten. Schauen wir es uns erstmal an. Sieht aus wie von einem Reptil. Aber das kann doch nicht sein. Es ist viel zu groß. Und ich mag keine Reptilien. Reptil, okay. Dann müssen wir es versuchen, irgendwie zu greifen, damit wir es herholen können. Aber... Ist da ein Geräusch aus dem Ei gekommen? Junge, wird das ein Riesenbaby. Oh je. Wir kommen nicht hin. Ich kann es nicht greifen. Es ist zu groß und glatt. Es würde mir nur aus dem Arm rutschen. Mist. Okay, das heißt, wir brauchen irgendwie einen anderen Weg, wie wir das Ei retten können. Ach, guck mal, wir können sie auch anklicken. Ich habe nur Unterwäsche an. Nicht ganz passend. Na gut, Unterwäsche und Schuhe. Zumindest hat sie Schuhe an. Ja gut, die Unterwäsche geht doch noch. Verdeckt dir das Gröbste. So, da hinten ist das Nest. Schauen wir das mal an. Ein Nest mit Schuppen ausgelegt. Ziemlich großen Schuppen. Okay. Irgendwie beschleicht mich das Gefühl, ich sollte verschwinden, ehe die Bewohner heimkommen. Schuppen und ein Ei. Na gut, können wir die mitnehmen? Faszinierend. So eine große Schuppe habe ich noch nie gesehen. Ja, tatsächlich. Ich behalte sie als Andenken. Okay, hier ist ein Baum. Gucken wir die nochmal an. Ich bin zwar Künstlerin und kein Botaniker,
Aber der Baum ist tot oder kurz davor. Ja, der schaut ein bisschen vertrocknet aus. Sieht die Blätter auch so welk und... Ja. Ein Zweig. Was ist das? Felsen? Was ist kürzlich mit dem Felsen passiert? Wahrscheinlich hat das den Wasserlauf verschoben. Vielleicht geht der Baum deshalb ein. Weil er kein Wasser hat, okay. Nehmen wir doch mal den Zweig hier mit. Vielleicht können wir versuchen, mit dem irgendwie an das Ei ranzukommen. Welches Leid wir erdulden müssen. Hallo? Wie? Warum quälst du uns so? Dich quälen? Wer bist du überhaupt? Wir sind die Stimme aller Bäume. Der Geist des Holzes und des Blattes. Du bist ein sprechender Baum? Keineswegs. Bäume können nicht sprechen. Zumindest nicht deine Sprache. Die Sprache der Bäume ist die des Holzes, der Wurzel und des Blattes. Wer bist du eigentlich? Gute Frage. Wie wir schon sagten, sind wir die Stimme der Bäume. Wenn einem Baum Unrecht widerfährt, sprechen wir für ihn, sofern wir anwesend sind. Okay, und wer sind wir jetzt? Der Ast! Das war's. Ich hätte den Ast nicht abbrechen dürfen. Ach, das ist doch nicht bedeutend. Uns kann niemand mehr helfen. Wir sind nur hier, um den Übergang in die Erde zu erleichtern. Ach so, der verrottet, der Baum. Wir? Ich sehe nur dich. Wir sind eins mit unserem Wirt. Wie wir auch ein Waldgeist sind. Und dennoch Legionen. Seltsam. Tja, danke für die Erklärung. Wir erwarten nicht, dass du das verstehst. Du bist ein Mensch. Hallo? Trotzdem, Menschen können auch denken. Und ja, okay, du bist ein Waldgeist. Schön, schön. Und du lebst irgendwie in allen Bäumen und du bist ganz viele auch. Okay, was ist mit dem Baum passiert? Was ist mit dem Baum passiert? Oh, der Schmerz. Als die Schlacht tobte, da... Schlacht? Zwischen der Mutter und dem finstersten Chaos. Sie hat nur ihr Kind beschützt, aber das Chaos wollte nicht weichen. Die Wucht ihres Kampfes hat den Berg erschüttert. Der Quellbach, der uns gespeist hat, wurde in die Ferne gelenkt. Ohne Wasser verdorren wir und sterben langsam. Okay, also der Kampf zwischen dem Chaos und der Mutter, die ihr Kind beschützt hat, ist eventuell das Ei, das Kind? Und wir können uns ja jetzt schon fast denken, ich meine Schuppen und riesengroßes Ei. Ich gehe mal davon aus, das ist ein Drachenei, wo dann ein Drachenbaby rauskommt. Und also ein Drache hat wohl gegen das Chaos gekämpft. Okay, und dabei ist der Fels kaputt gegangen, wie wir gerade gesehen haben. Da ist ja so ein Riss drinnen. Und jetzt ist der Baum vertrocknet. Na gut, mal gucken, was das mit dem Ei zu tun hat. Was hast du mit dem Ei zu tun? Ei? Wie? Ach so, natürlich. Das Kind. Wenn die Mutter abwesend war, hüteten wir das Kind. Jetzt aber... verdorrt und ohne Kraft können wir ihm nicht mehr helfen. Wir haben die Mutter enttäuscht und verzweifeln. Unsere Schande kennt keine Grenzen. Ganz schöner Pessimist, dieser Baum. Wer warst du nochmal? Wir sind der Waldgeist. Wir kommen in der Stunde der größten Not zu jedem Baum und spenden ihm Trost. Wir geben den Leidenden eine Stimme und erleichtern ihnen den Übergang in die Erde. Okay, das haben wir jetzt verstanden. Unsere Zeit läuft ab, während wir miteinander sprechen.
Der Übergang in die Erde steht bevor. Verlass uns jetzt. Na schön, lieber Baumgeist. Was ist mit dem Ei? Dafür ist es zu spät. Ohne Stärkung fehlt uns die Kraft, um es sicher heimzubringen. Wir haben versagt. Die Erde wird ewig um unsere Schmach wissen. Ja, super. Weißt du, jetzt kümmert der sich überhaupt nicht mehr drum und einfach, ja, wir haben versagt, wir schämen uns, bla bla bla. Dabei sollte er noch irgendwas tun, eigentlich, irgendwie. Oder er könnte uns ja sagen, dass wir was tun sollen, aber nee. Ach so, fragen wir erstmal, okay. Kann ich denn gar nichts tun, um das Ei zu retten? Ach, von Menschen erwarten wir keine Hilfe. Was? Lass die Sprüche. Sag mir lieber, ob ich irgendetwas tun kann. Es ist zwecklos. Wir brauchen Wasser. Aber es gibt keines, seit der Quellbach seinen Lauf geändert hat. Mir fällt schon was ein. Bleib ruhig. Wir sind ruhig. Im Gegensatz zu euch Menschen nehmen wir unser Schicksal an. Naja, ob das aber immer so gut ist? Du jedoch entgegen aller Voraussicht Erfolg haben, werden wir das Kind sicher in sein Nest zurücktragen. Versuch es nur nicht alleine. Es würde tragisch enden. Okay. Ja, vielen Dank fürs Gespräch. Na gut, okay, wir dürfen das Ei also nicht versuchen, alleine irgendwie zu greifen. Naja, klar, sonst würden wir vielleicht mit runterfallen. Also versuchen wir irgendwie, dem Baum Wasser zu geben. Und hier ist der Wasserlauf. Der Geist meinte, hier hat eine Schlacht stattgefunden. Dabei ist wohl der Felsen zerborsten und der Wasserlauf hat sich verschoben. Genau, hier ist der Wasserlauf. Klares Quellwasser. Im wirklichen Leben würde eine Flasche $20 kosten. Oh ja, das ist richtig. So, gucken wir mal ins Inventar. Hier haben wir jetzt eine Schuppe und diesen Ast. Und da können wir natürlich was draus basteln. Hey, ich habe gerade eine Wasserleitung gebastelt. April, ich bin stolz auf dich. Und diese Wasserleitung stellen wir jetzt an den Wasserlauf hin. Das müsste passen. Und tata! Noch nicht, jetzt tata! Bisschen gruselig. Hey, Baum, du siehst schon gleich viel besser aus und hast voll die schönen Blätter. Guck mal. Hallo, Baum. Na, wenn das keine Sofortwirkung ist. So, komm, lass uns reden, Baum. Du musst das Ei retten. Hier ist aber immer noch ein bisschen vertrocknet, aber gut, das kriegst du schon hin. Los, Baum, auf geht's. Hallo? Hallo? Lass uns alleine. Alles in Ordnung? Unsere Kraft ist wiedergekehrt. Uns bleibt keine Zeit für müßiges Plaudern. Wir müssen trinken. Und jubeln. Aber er hat's versprochen, das Ei zu retten. Vergessen wir nicht eine Kleinigkeit? Sei still. Hör zu. Das Lied des uralten Holzes. Klingt es nicht wunderbar? Hey, Baum. Hallo, rette Na das klar, Ei. Wunderbar. Das Junge ist bestimmt ganz begeistert. Das Junge? Das Ei? Der Erde sei Dank. Beinahe hätten wir es vergessen. Ach was. Na los, auf geht's. Oh oh. Nein, nicht runterfallen lassen. Ah. Sehr agil, dieser Baum. Okay, gut gemacht, Baum. Oh. Wow. Was,
Was war das? Oh oh. Oh oh, ist gut. Wow. Ein leuchtender Drache. Du bist es. Du bist gekommen. Okay. Du kennst mich? April. Tochter. Tochter? Ich habe dich erwartet. Erwartet? Warum? Weil es hier beginnt. Mit dir. Wie jedes Mal. Was? Was meinst du damit? Riss und Heilung. Schmerz und Freude. Das Ende des Alten und der Anfang des Neuen. Eine andere Welt. Ich bin die Mutter dessen, was heute besteht. Aber du bist die Mutter der Zukunft. Verstehe ich. Was muss ich zurecht? Woher werde ich wissen, was zu tun ist? Ich werde dich leiten und nach Kräften beschützen. Am Ende wirst du aber auf dich gestellt sein. Ich habe Angst. Die hattest du schon immer, mein Kind. Meine Tochter. Okay. Was ist das für ein Geräusch? Das ist keine gute Entwicklung. Nein. Oh, Filmsequenz. Unsere Mutti. Sieht aber gut aus. Ja. Okay. Gute Nacht, Mutti. Wow. Was ist das denn? April, pass auf. Nein!